Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video und ja, wie ihr schon unten am Titel erkennen könnt, werde ich heute mal wieder eine DM-Haul machen und es gibt ein Teil, das steht auch in der Beschreibung unten, ehrlich gesagt in der Infobox, um das ein Teil von Woolworth, aber auch aus Uetersen ist. Und ich habe mal mein Armband hier abgemacht. Ja, damit können wir gleich mal anfangen. Und ja. Okay. Also dieser Pinsel, der ist von Woolworth, weil der bei Woolworth echt günstiger ist, so eine Pinsel. Ihr seht, ist der sehr gut. Ich gehe morgen wieder nach Uetersen. Aber nur nach Woolworth und hol mir noch ganz, ganz viele Pinsel halt. Und ja, bei DM kosten die ja bis zu 3, 4 Euro. Und ich dachte mir, ich hole mir nochmal einen Puderpinsel. Und ja, der hat 1,49 Euro gekostet. Jetzt kommen wir zu Balea-Sachen. Nee, noch nicht ganz. Ich habe noch von Elpelin eine Wimpernzange gekauft, weil meine alte ist schon so kaputt. Da dachte ich einfach mal, hole ich die mal. Und zwei Sachen, gut. Jetzt kommt mein Balea-Zeugsel mal wieder. Dann habe ich meine Reinigungst-T-Shirt. Hier ist noch diese Box halt dazu. Das ist eine limitierte Edition, da steht da auch Limited Edition und das ist Fresh Purple und riecht sehr, sehr schön. Und wie ihr wisst, ist in dieser Box auch noch so welche Reinigungstücher drin. Ich glaube, die sind eher gesagt mitnehmen und ja, mein erstes Balea-Zeugs. Da ist alles mit Schminken, da ist alles mit Reinigen, muss ich alles ein bisschen ordnen. Jetzt kommen wir mal wieder zu meinen Masken. Ich habe jetzt hier Cremeölmaske, die war neu da im Sortiment. Nein, es ist keine Limited Edition. Ich finde es immer sehr schade, wenn es keine ist. Ich habe, glaube ich, erst eine und die habe ich noch nicht benutzt, will ich auch noch nicht. Und dann habe ich nochmal Totes Meermaske. Mit Salz und so. Und dann reinigende Maske. Und das sind auch schon wieder drei. Ja, toll. Und jetzt habe ich mir noch eine Labello Lip Butter geholt. Ich habe mir neulings, gestern ein Video von Dagi angeguckt. Und sie hat gesagt, das ist so gut. Das riecht so gut. Will ich mal gucken, wie das riecht. Oh nee, mach nicht her. Und dann sind wir sogar schon am Ende. Ich habe mir von Mad Hatton, vielleicht kennt ihr die schon, so welche Nagellacke gekauft. Einmal in der Nummer 840 Big Apple und 580 Turbo Tangle Dings. So sieht das aus. So. Könnt ihr auch einen Screenshot machen. Und ja. Ja. Und die haben 2,25 Euro gekostet, glaube ich. Und ja. Ich wusste ja nicht bei allen, wie viel das kostet. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso ja, ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren, damit ihr kein Video von mir verpasst. Ihr könnt auch einfach Kommentare dazu schreiben, ob ich mein Butni-Haul machen soll, ein Rossmann-Haul, ein Woolworth-Haul, keine Ahnung was für Hauls. Oder einfach mal ein Beauty-Day, noch eine Morgenroutine. Oder wie ich mich halt pflege und keine Ahnung. Egal. Ich glaube schon wieder zu viel. Tschüss.